Willkommen zu Preise, wem Ehre gebührt, des Jahrgangs 2017. Was da im Geraer Rathaus mit etwas schräg dissonanten Klängen der Herolde begann, sollte zur gemeinsamen Sportlerehrung von Stadtverwaltung und Stadtsportbund möglichst in Harmonie ablaufen. Das ist angesichts der städtischen Haushaltslage und verschiedener Auffassungen zur Nutzung von Sportstätten in der ehemaligen Sporthochburg nicht mehr ganz ohne Vorbehalte zu denken. Aber in der feierlichen Stunde zur Würdigung unbestechlicher Leistungen auf Bahnen und Straßen, in Hallen und Stadien, sollte doch die respektvolle Anerkennung der Aktiven, ob Athleten oder Ehrenamtler, die Hauptrolle spielen. So möchte ich es für die nun bereits 9. Auflage der Auszeichnung mit den von Stiftern dotierten Geraer Sportpreisen gern formulieren. Alljährlich ist deren Vergabe in bis zu 5 Kategorien möglich. All diese wurden 2017 von der Jury namentlich besetzt. Auch diesmal begannen die Auszeichnungen mit dem Preis, den seine Paten speziell dem mit frischen Lorbeeren dekorierten sportlichen Nachwuchs widmet. Ja, wir beobachten den Ron Puklitsch und seine Entwicklung schon seit längerem mit sehr großem Interesse und sehen, wie sich die Leistungen Stück für Stück weiterentwickeln. Ein Höhepunkt war sicherlich im letzten Jahr die Weltmeisterschaft in China, wo er mit dem 4. Platz ein super Ergebnis abgeliefert hat. Inlineskating-Sport ist in Gera eine besondere Sportart und insofern haben wir gesagt, mit den Leistungen entscheiden wir uns für den Ron Puklitsch. Ron Puklitsch ist im Spitzen-Speedskating kein unbeschriebenes Blatt mehr. Denn immerhin hatte der Sprintspezialist 2015 den starken Franzosen und Italienern zur Europameisterschaft die Bronzemedaille weggeschnappt. Und er hat noch mindestens 2 draufgesetzt. Ja, also ich konnte direkt bei den ersten Europacup in Groß-Gerau meine bisherige Bestzeit um 3/10 verbessern auf 300 Meter. Und das war schon ein recht guter Einstieg. Die größte Wettkampfreise führte nach China, nach Nanjing. Weltmeisterschaft, war das auch dann das Highlight? Sich dafür zu nominieren, ist auf jeden Fall schon eine große Sache. Ich konnte dort über 100 Meter den 4. Platz belegen, was mich auch sehr überrascht hat. Dabei konnte ich auch einen neuen deutschen Altersklassenrekord in den 100 Metern aufstellen mit einer Zeit von 10,165 Sekunden. Und da kann man, glaube ich, schon stolz drauf sein. Zuvor war ich bei der Europameisterschaft in den Niederlanden. Dort bin ich auf den 100 Metern eine Zeit von 10,208 Sekunden gelaufen und das war eine Silbermedaille wert. Für 2017 plant er zunächst sehr sachlich. Da werde ich mich erstmal bis Anfang Sommer auf mein Abitur konzentrieren und was danach kommt, werden wir sehen. Ron, was ich zuerst gerne wissen würde, wie bist du zum Speedskating gekommen? Hast du vorher was anderes gemacht? Nee, also meine Mutter ist selber früher Speedskaten gewesen. Und da sie meine Trainerin halt auch noch sehr gut kannte, weil sie ihre eigene Trainerin früher war, hat es halt dann nicht lange gedauert, dass ich dann halt auch angefangen habe mit Skaten. Mein Opa hat mich immer so ein bisschen gedrängelt, dass ich auch zum Skaten immer gehe, zum Training. Aber es hat sich dann daraus halt schnell mehr entwickelt. Ich habe ein süßes Foto gesehen mit dem Florian beispielsweise zusammen, mit dem du jetzt in einer Altersklasse immer noch zusammen startest, mit dem Tom Gerd. Dieses Trio hat offensichtlich Spaß miteinander. Wann ist das so richtig losgegangen mit Erfolgen? Ich denke mal so zwischen 2013 und 2014 hat man dann gemerkt, dass endlich mal der Knoten geplatzt ist und dass es auch mehr geht, als immer nur so Mittelfeld oder hinterher zu laufen. Klingt so ein bisschen danach, als ob du zwischendurch gerne aufgegeben hättest. Ja, ich habe auch schon mal ans Aufgeben gedacht. Da ich hatte eine Zeit lang keine Lust mehr auf Skaten, weil ich echt keine Erfolge hatte und habe auch überlegt aufzuhören mit dem Sport. Aber meine Trainerin hat mir dann immer wieder Mut zugesprochen und so bin ich dann doch geblieben. Was hat dich denn am Speedskaten gehalten? Ja, einerseits die Freunde, aber andererseits dann auch die Stimmung im Verein und dann später halt auch die Erfolge, dass man gemerkt hat, ja, man kann da mehr machen und man hat doch Erfolg in dem Sport. 2015 ist wahrscheinlich dann so endgültig der Knoten geplatzt mit der Europameisterschaft, oder? Ja, also mit dieser Medaille bei der Europameisterschaft hat man dann wirklich gemerkt, dass ich europaweit vorne mitlaufen kann und das kam für mich auch relativ unerwartet. Und ab da dachte man dann echt, ja, das wird. Im besseren Fall hofft man ja, dass man dann gut übers Jahr durchtrainieren kann. Mitnichten, das war 2016 nicht ganz so. Hätte durchaus schief gehen können, oder? Ja, also ich hatte 2016 ein paar Trainingsausfälle, da ich halt echt einen Monat lang zu kämpfen hatte, da ich Probleme am Fuß hatte. Und ja, aber es hat am Ende dann doch noch geklappt für eine Medaille und das hat mich schon gefreut.
Immerhin, wenn man die Zeiten vergleicht in deinem Sprint 100 Meter Straße von der Europameisterschaft zur Weltmeisterschaft, hast du dich nochmal verbessert. Hat da das Training nochmal besonders angeschlagen oder hat es der Ehrgeiz gerichtet? Also auf der einen Seite hatte ich auch viel Motivation nach der Europameisterschaft, weil ich gemerkt habe, dass trotz des wenigen Trainings ich das trotzdem vorne mitlaufen kann. Und in dem einen Monat konnte ich dann nochmal fehlerfrei, also beziehungsweise schmerzfrei trainieren, hatte keine Probleme am Fuß oder sonstiges und konnte mein Training normal durchziehen. Hast du nochmal richtig reingeklotzt, oder? Ja, intensives und auch abwechslungsreiches Training. Ich habe ungefähr 9-mal die Woche trainiert. Zur Weltmeisterschaft kommen die Asiaten und die Südamerikaner dazu. Sehen die denn wirklich so eine Macht? Sie dominieren auf jeden Fall den Sport, vor allen Dingen auch die Kolumbianer und Südamerikaner generell, aber auch die Asiaten, die haben da echt schon ziemlichen Vorsprung, was auch den Sport dort betrifft. Und Frage auf Ehre und Gewissen. Es würde mich nicht wundern, wenn auch du vielleicht eventuell die Überlegung hättest, noch mal in einer olympischen Disziplin zu starten. Das hieße, Eisschnelllauf zu trainieren. Kommt das für dich in Frage? Also bis jetzt verschwende ich noch keinen Gedanken daran, auf dem Eis an den Start zu gehen, beziehungsweise auch dahin zu trainieren, weil ich einfach nicht denke, dass sich das für mich lohnen würde. Warum nicht? Das sind einmal die technischen Ansprüche und auch die Streckenlänge, da ja 500 Meter das kürzeste auf dem Eis ist und das ja für mich schon fast zu lang ist. Bist ein richtiger Sprinter-Typ. Ja. Mit Ron Puklitsch nahm nach Josie Hofmann in 2013 zum zweiten Mal ein erfolgreicher junger Speedskater den Kristallpokal für den Gera Nachwuchssportpreis entgegen. Er startet nun in die Abi-Prüfungen. Wirkliche Spitzen- und Leistungssportler verlassen nach dem heutigen Sportfördersystem Gera meistens, um an Stützpunkten oder in anderen Sportzentren ihre Karriere zielstrebig fortzusetzen. Genannt wurden international renommierte Bahnsportler wie René Enders und Robert Förstemann oder Linus Weber, der hier auch schon mit einem Nachwuchssportpreis bedachte Volleyballer. Andere sind beruflich außerhalb, aber sportlich in einem der 111 Gera-Vereine zu Hause. Wie auch der dieses Mal in der Kategorie sportliche Spitzenleistung geehrte derzeitige Wahljenaer Theodor Popp vom TSV 1880 Gera-Zwölzen. Warum haben Sie Theodor Popp gewählt? Ja, ich durfte Theo kennenlernen, mehrfach schon kurze Gespräche mit ihm gehabt und habe ihn als bodenständig, offen und stets fröhlich kennengelernt. Das hat mir enorm imponiert. Noch viel mehr imponiert mir natürlich seine Leistung im Sport. Schwimmen, Radsport und Laufen an sich sind drei Einzeldisziplinen. Und das dann so perfekt aneinander zu hängen und vordere Plätze zu belegen, was das ein Maß an Disziplin fordert, kann sich kaum einer von uns vorstellen. Es ist unglaublich, was Triathleten zu leisten imstande sind. Es freut mich, dass es ein Athlet vom TSV Gera Zwölzen trifft. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, die Veranstaltung ausgezeichnet mit dem Power Triathlon. Dieses Jahr trifft es einen Athleten. Zeigt auch, dass sich Triathlon als Leuchtturmsportart in Gera etabliert hat. Schon als Sieger des Gera Silvesterlaufs 2015 machte Theo Popp seinen guten Vorsatz klar. Er wolle deutscher Meister werden im Duathlon. Wenn es eine Duathlon-Bundesliga gäbe, dann wäre ich da ganz vorne mit dabei, sagt der sonst so sympathisch verschmitzte Lehramtsstudent, recht selbstbewusst und zielbestimmt. Denn sein Schwimmen ist eben verbesserungsbedürftig. Das zeigte sich auch beim heimischen Power-Triathlon im Mai, obwohl er da nach dem Radfahren für die dritte starke Disziplin noch Potenzial nach vorne hatte. Das zeigte ihm seine Maria unmissverständlich an. Es wurde Rang 5. Bei der deutschen Duathlon-Meisterschaft stand der Thüringen-Meister dann auf dem Treppchen mit Bronze. Ein Taktikfehler beim Radfahren kostete ihm wohl das Gold. Maßgeblich unterstützte er Geras Triathlon-Regionalliga-Team und wurde sogar zum besten Einzelstarter der Saison gekürt. Im Thüringer Tri-Cup rangierte er sich auf 3 ein. Theo ist fit. 2017 begann für ihn unter neuem Anspruch und mit neuem Trainer. Ja, ich bin im Duathlon erfolgreicher, sagen wir mal so. Ich mache Triathlon auch schon sehr gern. Aber im Duathlon ist halt das Schwimmen nicht mit dabei und Radfahren und Laufen sind eben meine Stärken. Und deshalb bin ich da auch national praktisch sehr erfolgreich. Und im Schwimmen sieht's da, oder halt im Triathlon, wo das Schwimmen mit dabei ist, sieht es da halt schon wieder ein bisschen anders aus. Also, Duathlon, was hast du in der Saison 2016 deinen Zielen entsprechend gerissen?
Ich bin in Jena bei der Landesmeisterschaft Sieger gewesen und habe das als ersten Formtest für die deutsche Duathlon-Meisterschaft genutzt und habe da praktisch mein Heimspiel, den Jenaer Duathlon, gewonnen und habe dann darauffolgend bei den deutschen Duathlon-Meisterschaften bei der Elite den dritten Platz belegt und habe da mein Minimalziel, das Podium, erreicht. In der Statistik steht aber zum Beispiel auch Triathlon, Gesamtsieger der Regionalliga in der Einzelwertung. Was musstest du dafür leisten? Die Regionalliga Ost umfasst hier die Bundesländer halt Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen, Berlin. Und da waren jetzt 4 Wettkämpfe zu bestreiten, 3 davon waren Einzelwettkämpfe. Und da bin ich in der Summe als Sieger hervorgegangen, war da 2-mal Zweiter in Erfurt und in Havelberg und konnte in Grimma den Wettkampf gewinnen und bin sozusagen der schnellste Ligastarter dort gewesen. Wirst du es in Zukunft dann eher auf den langen Strecken oder längeren Strecken probieren? Das ist so der Plan, genau, ja. Ich will auch mal austesten, was im Triathlon, was es da noch so gibt an Streckenlängen und werde mich da ein bisschen steigern. Genau, möchte jetzt 2017 2 Mitteldistanzen absolvieren. Das ist dann nach der olympischen Distanz praktisch der nächste Schritt. Und ja, in Zukunft soll auch mal eine Langdistanz noch gemacht werden. Der Gera Power Triathlon, ohne jetzt davon irgendwo schlecht reden zu wollen, es ist einfach eher der Saisoneinstieg als ein typischer Meisterschaftstermin. Aber wie wichtig ist der heimische Triathlon dir? Der ist schon sehr wichtig, weil dort auch so regional und zum Teil schon national gute Konkurrenz so am Start steht. Und das dann natürlich immer Spaß macht, gegen solche guten Leute zu starten und sich da zu messen. Da weiß man immer sofort auch, wo man ganz klar steht. Und es ist natürlich ein Heimspiel, weil ich aus Gera komme. Und da will man natürlich immer gut aussehen. Ich vermute, du hast sie nicht überhören können. Eine einzelne Lady hat dich regelrecht angeschrien. Theo, nach vorne noch so und so viele Sekunden. Nimmst du sie wahr? Ja, also die sah nämlich Maria schon ganz klar wahr. Ich höre sie sogar aus einer größeren Gruppe. Wenn eine größere Gruppe Leute ruft am Streckenrand, höre ich sie auch raus. Also da ist das Ohr dann schon geschult. Ja, weil sie im Sportlichen ganz klar weiß, wie man mit so einer Hektik in so einem Triathlon-Wettkampf ja, umzugehen hat, wie man da Informationen rausfiltert und dann im Rennen auch immer einen Überblick behält. Da gibt es, glaube ich, nicht so viele Leute, die das auch genauso gut können und da einen so unterstützen und motivieren können auch. Ihr seht ziemlich glücklich aus. Ist er auch die Partnerin deiner Wahl? Ja, auf jeden Fall. Was anderes. Wenn meine Mutti kocht, dann wünsche ich mir? Dann wünsche ich mir selbstgemachte Spaghetti Carbonara. Wenn Maria kocht? Dann gibt es mit Hackfleisch gefüllte Paprikaschoten und Reis dazu. Wenn ich kochen soll? Dann gibt es bestimmt Ofengemüse gerade. Theos jetziger Trainer Robin Schneider, selbst ja noch aktiv, war 2012 vor 5 Jahren der populäre Sieger in der gleichen Sportpreiskategorie. Beide wird man wahrscheinlich als Lokalmatadoren beim Gera Power Triathlon im Mai beim Heimwettkampf erleben. Der Radsport gilt in Gera immer noch oder vielleicht besser doch wieder als ein Aushängeschild. Sowohl bei sozialer Kompetenz des führenden Vereins SSV Gera 1990 als auch bei den Erfolgsambitionen und dem dafür gewobenen Netzwerk mit Eltern, Partnern und Sponsoren und auch manch ehemaligem. So konnte man in den letzten Jahren auch immer wieder größere oder repräsentative Wettkämpfe ausrichten und vorzeigen. Einer gilt nun regelrecht als Botschafter des Gera-Sports. Wir haben uns ausgesucht Abretour, weil wir der Meinung sind, dass es eine sehr, sehr gute Veranstaltung war in Gera, die die Grenzen von unserer Stadt überschritten hat. Dann, dass Spitzensportler da waren, Radsportler da waren, die sich mit unseren Kindern und Jugendlichen auch unterhalten haben, mit ihnen gesprochen haben. Wir werden weiterhin dahinter stehen, weil dort viele jugendliche Kinder gefördert werden, die dort gesehen haben, was der Radsport in Gera bedeutet. Deswegen sind wir der Meinung, dass diese Leute mal den Sportpreis in Gera verdient haben. Ja.
Es sind Donnerschläge für den Gera Radsport, die jährlichen Apertur-S-Events. Zunächst auf der Radrennbahn, nun auch auf der Straße. Also, es geht doch. Stars und Sternchen in die Stadt an den Start zu holen. Wenn ein funktionierendes Netzwerk von Sportverein, Veranstalter und Sponsoren gewoben ist und engagierte Radsportfreunde ideenreich zu Werke gehen. Diese Kooperation bringt den Gera Scharen auf die Straße, rollt auf unterhaltsame Weise mit einem variierten Rahmenprogramm, zu dem auch manch Crossover möglich ist. 2016 wurde die Verabschiedung Hanka Kupfernagels vom Straßenrennsport zu einem Höhepunkt. Aber vor allem macht's die Nähe, die Chance für die Nachwuchsrenner etwa André Greipel zu treffen oder Geras Ehrenbürger Olaf Ludwig und anderen ehemaligen Pedaleurs zu begegnen. Das soll für einheimische Talente zusätzlich Motivation schaffen, denn natürlich gehen die Jungen und Mädchen oder Youngster hier zunächst selbst zu Rennen in verschiedenen Altersklassen an den Start. Das Apertur-Event trägt Botschaften aus der Radsportstadt Gera in die weitere Welt. Für den 29. Juli 2017 planen die Gera die dritte Auflage des Apertur-S-Events. Mit gewollten Ähnlichkeiten, aber auch mit Neuerungen. Also ergänzen wir doch einmal das Mini-Video um ein paar interessante Neuigkeiten. Es sind Donnerschläge für den Gera Radsport, die jährlichen Apertur-S-Events. Zunächst auf der Radrennbahn, nun auch auf der Straße. Also, es geht doch. Stars und Sternchen in die Stadt an den Start zu holen. Wenn ein funktionierendes Netzwerk von Sportverein, Veranstalter und Sponsoren gewoben ist und engagierte Radsportfreunde ideenreich zu Werke gehen. Diese Kooperation bringt den Gera Scharen auf die Straße, rollt auf unterhaltsame Weise mit einem variierten Rahmenprogramm, zu dem auch manch Crossover möglich ist. Aber vor allem macht's die Nähe, die Chance für die Nachwuchsrenner etwa André Greipel zu treffen oder Geras Ehrenbürger Olaf Ludwig und anderen ehemaligen Pedaleurs zu begegnen. Das soll für einheimische Talente zusätzlich Motivation schaffen, denn natürlich gehen die Jungen und Mädchen oder Youngster hier zunächst selbst zu Rennen in verschiedenen Altersklassen an den Start. Das Apertur-Event trägt Botschaften aus der Radsportstadt Gera in die weitere Welt. Leider doch recht leicht kann man wohl einen langjährig erfolgreichen Sportler aus den Augen verlieren, wenn er gerade nicht für die ganz großen Schlagzeilen sorgt. Sich vielleicht aber auf einem anderen Feld und in anderer Weise auszeichnet. So könnte man das vielleicht nach der doch nicht Nominierung für die Paralympics 2016 von Rio de Janeiro beim Bogensportler und Trainer Mario Oehme sehen, oder? Den Sportpreis nie sich aufgeben gibt es wohl kaum woanders als in Gera. Insofern ist es sehr spannend, dafür jemanden als Einzelkandidaten oder als Sportverein zu finden. Für wen haben Sie sich denn entschieden? Wir haben uns in diesem Jahr für den Mario Oehme vom Integrativen Sportverein aus Gera entschieden. Grund für diese Entscheidung war im Prinzip seine gesamte Vita, seine sportliche Laufbahn, die er 1989 einen herben Rückschlag erhalten hat, indem er durch einen Arbeitsunfall querschnittsgelähmt wurde. Davor hat er aktiv Sport getrieben, war Sportschütze, war Reiter, war Leichtathlet. Danach ist er dann natürlich auch zum Leumützer SV gegangen und hat den Behindertensportverein dort mitgegründet. War dort auch tätig als Rollstuhlfahrer im Basketball, in der Leichtathletik und fand dann seine eigentliche Heimat im Bogenschießen. Dort hat er natürlich auch große Erfolge erzielt. Er war seit 1993 Mitglied in der Nationalmannschaft, wurde 1996 Olympiasieger mit der Mannschaft und im Jahr 2004 wurde er Einzelolympiasieger, was sicherlich der Höhepunkt seiner Laufbahn war. Allerdings ist damit nicht die Laufbahn von Mario Oehme beendet gewesen und das ist das, was uns an dieser ganzen Sache sehr, sehr gut gefallen hat. Er hat weiter Sport gemacht, er hat sich auch weiter für den Sport engagiert. Bis zum heutigen Tag macht er Projekte mit Schulen, wo er Kindern das Bogenschießen beibringt, wo er sich als Vereinsvorsitzender für den Sport engagiert und immer weiter macht. Was macht der zweifache Paralympicsieger Mario Oehme in der Gera-Waldorf-Schule mit Kindern?
Der inzwischen 52-Jährige setzt nun auch hier die Zusammenarbeit mit Kindereinrichtungen fort. Das ist für ihn gelebte Inklusion. Mario selbst begann im Sport einst vielseitig als Leichtathlet und Voltigierer. Später war er Sportschütze und Rettungsschwimmer. Diese Erinnerungen an seine Anfänge im Wettkampfsport gehören zu ihm, auch wenn sich 1989 nach einem Unfall schlagartig vieles änderte. Auf der Suche nach sportlicher Betätigung und gesundheitlicher Ertüchtigung mischte er auf einigen Feldern mit, besonders gern im Rollstuhlbasketball. Doch die Empfehlung gegen einen krummen Rücken und für aufrechte Körperhaltung hieß Bogensport 1992. Seine Meinung heute? So sei er ins Leben zurückgekommen. Nationalmannschaft ab 1993, Paralympicsieger 96 und 2004. Große Erfolge im Leistungssport mit Handicap. Aber er gründete auch Vereine und führte sie auf den Weg. Seine Erfahrungen bietet er seit 1996 mit Trainerschein Behinderten wie Nichtbehinderten an. Daher heißt der Sportverein, dem er seit langer Zeit vorsteht, heute Integra SV. Und, so schließt sich der Kreis, die Sporthalle der Waldorfschule Gera ist für die integrative Sportvereinigung einerseits Winterdomizil. Als ein Dankeschön dafür bietet Mario an, dass Kinder und Jugendliche in einem Projekt probieren oder im Verein mittrainieren können. Mario Oehme findet immer wieder neue Anfänge. Du warst an unterschiedlichen Schulen und bist an unterschiedlichen Schulen tätig, nicht nur in Gera. Das stimmt, ja. Ich war der allererste Schule, bei der ich auch jetzt immer noch dabei bin, ist die Regenbogenschule in Altenburg. Da haben wir mehrfach Behinderte, die dort das Bogenschießen mitmachen. Das ist aber da mehr schon in dem schulischen Ergänzungsunterricht mit drin. Dann haben wir in der Waldorfschule in Erfurt halt das mal mitbetreut, 2 Jahre. Eine Grundschule in Gotha, die Bechsteinschule, eine Europaschule ist das, die wir damit betreut haben. Da habe ich 2 Sportlehrer mit ausgebildet. Und die Bonhoefferschule in Altenburg, die haben wir mal betreut, noch mit 2 Jahren. Aber die Schüler, die da halt gekommen sind, die waren noch ziemlich jung und die, ja, ich sage mal, man soll sie auch ein bisschen spielen lassen, aber nur spielen lassen mit Pfeil und Bogen, nicht unbedingt. Also man sollte schon dann wissen, was man macht, wenn man Bogenschießen macht, weil es ist ja nicht nur ein einfaches Sportgerät, man kann sich damit auch verletzen, man kann andere damit verletzen und von daher sollte man das schon wirklich machen wollen, dann sieht das schon anders aus, was da nachher im Training rauskommt. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, als du die ersten größeren Erfolge gesehen hast in der Zusammenarbeit mit der Regenbogenschule in Altenburg, da hast du gesagt, die Kinder, die ansonsten Aufmerksamkeitsdefizite hatten, hätten es ja so weit gebracht, sogar einen kompletten Wettkampf bestreiten zu können. War das für dich eine der größten Errungenschaften dabei? Was die Schule angeht, ja, war das wirklich eine der größten Errungenschaften. Also wo ich dann gesehen habe, dass egal was es eigentlich für eine Behinderung war, also ich habe dort einen Schüler gehabt, der wirklich ADHS hatte, also das wirklich also ganz krass ausgebildet war. Der hat das, sagen wir, nach anderthalb Jahren ungefähr war das so, dass er den Bogen alleine zusammenbauen konnte. Und hat sogar andere mit unterstützt beim Bogenschießen. Er konnte sich wirklich in dieser Konzentrationsphase, wo er selber geschossen hat, hat er sich völlig unter Kontrolle. Klar, er musste dann halt dann im Endeffekt wieder betreut werden, wenn er dann mit dem Schießen halt fertig war. Aber er hatte halt gelernt, sich dort selbst unter Kontrolle zu haben. Und das war ein Riesenfortschritt. Also von daher kann ich eigentlich sagen, wenn zu mir jemand zum Bogenschießen kommt, egal was für eine Behinderung oder gar keine Behinderung, ich bring's jedem bei. Deine sportliche Karriere hat längst nicht mit Bogensport begonnen. Wenn ich mich nicht täusche, bist du eher gelaufen, gesprungen oder sogar geritten? Genau, angefangen hat es in der Schule eigentlich. Da gab es so eine Arbeitsgruppen oder ich weiß gar nicht, wie das hieß zu der Zeit. Und da habe ich halt Leichtathletik, da war Weitsprung, Hochsprung und so Sachen halt Leichtathletik. Und dann bin ich dann irgendwann mal zum Voltigieren noch gekommen. Und im Voltigieren eben, wenn man eben damit anfängt, irgendwann ist man zu groß, zu schwer, zu ungelenkig. Also habe ich dann nachher dann Dressurreiten und Springreiten halt gemacht.
Das war immer ganz gut. Und ich bin eigentlich, auch wo ich in der bei der Wismut gearbeitet habe, habe ich schon Pistole, Gewehr geschossen, Luftpistole, KK und freie Pistole. Von daher bin ich eigentlich schon immer im Schießsport tätig gewesen. Und habe dann halt als Rollstuhlfahrer eben mal andere Sachen probiert, wie Rollstuhlbasketball habe ich ein paar Jahre in der Oberliga gespielt, mit den Weimarer Löwen. Und ja, Rennrollstuhl gefahren, ein bisschen Kamikaze-mäßig, so Halbmarathon, Rennsteiglauf mitgefahren und solche Sachen halt. Und bin dann aber, ja, durch einen Sportler aus Gera, hier in Bernd Tappert, der hatte mal Langbogenschießen so angeboten und war der Meinung, das könnte man doch auch als Rollstuhlfahrer machen. Und das waren so die ersten Versuche, die ich da gemacht hatte. Was hat dir dann das Bogenschießen dann gegeben? Ich bin ja nicht gleich zum Bogenschießen gekommen. Als ich das dann, also 89 bin ich in den Rollstuhl gekommen, 90 war ich dann so mal in dem Sportverein, das probiert und habe dann nur Leichtathletik gemacht, Rollstuhlbasketball haben wir auch hier in Gera gespielt und bin ja, ich habe das am Anfang probiert, das Bogenschießen, und hatte aber keinen eigenen Bogen und habe dann mich mehr konzentriert Rollstuhlfahren. Rollstuhlbasketball, Rollstuhlschnellfahren, Rennrollstuhlfahren, so eine Sachen. Und bin ja erst 93 zum Bogenschießen gekommen. Und also ich bin damals in der Klinik gewesen, 92 war das, glaube ich. Da habe ich mal dann Rollstuhlbasketball gespielt und hatte mir eine Schraube von dem Implantat. Ich habe ein Implantat in der Wirbelsäule, der erste Lendenwirbelbereich da hinten. Und da ist eine Schraube gebrochen. Und da haben wir festgestellt, dass der Rücken ziemlich krumm ist, auch mit diesem Implantat und drum und dran. Und da gab es so ein paar Diskussionen in der Klinik, was man denn für Sport machen könnte oder überhaupt was Sport machen kann, damit man dann wieder fit wird und so eine Sache. Und da war der Anhaltspunkt, also Bogenschießen wäre dort am optimalsten. Und da habe ich mich halt mal so ein bisschen mit beschäftigt gehabt. Und das war es dann auch für mich, weil wenn ich vom Bogenschießen her ausgehe, um eine gerade Körperhaltung zu kriegen, dann ist das Bogenschießen vom gesundheitlichen Standpunkt super. Um fit zu bleiben, ist es total super. Und selbst jetzt so, wenn ich so kleine Schmerzen, Schulter oder Hände oder was ich habe, das kann ich mit dem Bogenschießen ganz gut therapeutisch dann irgendwie beheben. Also von daher ist das Bogenschießen eigentlich mehr, nicht in den Sport zurückgekommen zu sein, sondern durchs Bogenschießen eigentlich mehr ins Leben wieder zurückgekommen. Hast du so ähnlich gedacht, auch als du 1991 Mitbegründer des Behindertensportvereins in Gera gewesen bist? Oh, damals in dem 91, nee, eigentlich nicht, sondern da war ich in einer Abteilung Rollstuhlsport, die es hier in Gera dann gab. Und es war halt so die Wendezeit, wo dann Vereine sich gegründet haben, Verbände sich gegründet haben. Und da war ich eigentlich mehr oder weniger bloß mit dabei. Also die Sache nachher gab es eigentlich mal später. Also ich habe einen Verein in Bad Berka gegründet. Da war ich mal zu einem Reha-Maßnahme, war ich da in der Klinik. Und da hat man mit der Klinikleitung haben wir dort uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir könnten doch hier eigentlich eine Sportgruppe machen. Und dann haben wir dann einen Sportverein gegründet, der hieß damals Handicap Sport Bad Berka. War mir aber dann so golfmäßig angelegt und das klang immer ein bisschen komisch. Und dann waren wir der Meinung oder kam dann so eine Eingebung und gesagt haben, fit für neue Wege. Den Verein gibt es auch jetzt noch. Da war eigentlich so der Gedanke, also wenn ich da hier ein bisschen was mit installiere, die Leute, die hier in die Klinik kommen, denen eine andere Möglichkeit, eine neue Möglichkeit zu geben, vielleicht so in der Richtung, so wie mir es passiert ist, dass ich in einem anderen Verein die Möglichkeit einfach bekommen habe, und hier aufgrund der Gründung eines Vereins dann die anderen denen die Möglichkeit gebe, dass sie mit durch den Sport im Leben wieder eine Bestätigung finden. Die Geschichte eines langen sportlichen Lebenswerks für eine schnelllebige öffentliche Veranstaltung in gleicher Kürze zusammenzufassen wie die anderer Kategorien ist schon ein Wagnis. So erlaube ich mir für diese Sendung das dazugehörige Mini-Porträt noch um einige Recherche- und Interviewpassagen zu erweitern. Es geht um Albrecht Behr. Doch zunächst Gedanken der Sportpreisstifter,
die 2017 zu seiner Auswahl führten. Der Stadtsportbund vergibt traditionell den Sportpreis für das sportliche Lebenswerk. Eine Entscheidung, die jedes Jahr eine ganz schwierige ist, weil es sehr viele Persönlichkeiten gibt, die über viele Jahre mit dem Gera Vereinssport verbunden sind. Wir haben uns dieses Jahr in der Jury für Albrecht Bär entschieden, einen Gera Sportsmann, den ich seit vielen Jahrzehnten persönlich kenne und schätze. Er ist mit dem Gera Schachsport im wahrsten Sinne des Wortes groß geworden. Er hat selbst aktiv Schach gespielt. Er hat viele Kinder, Jugendliche, auch Frauen zum Schachsport herangeführt, zu nationalen Ehren geführt. Und auch jetzt im etwas fortgeschrittenen Alter ist er seiner Sportart treu geblieben. Er begeistert junge Menschen für den Schachsport und das findet einfach höchste Anerkennung. Albrecht Bär ist seit fast 70 Jahren am Zuge und Drücker. Der leichtathletisch ambitionierte Springensfeld erlernte von seinem Freund Grundregeln des königlichen Spiels. 1949, also etwa im Alter ihrer Nachfolger an seiner heute als deutsche Schachschule prädikatisierten Untermhäuser Schule. Der Albrecht hatte ja am Anfang absolut keine Ahnung vom Schach. Aber wir haben uns dann angenähert, wir haben öfters zusammen gespielt. Und das wurde dann schon. Und mit der Zeit habe ich dann festgestellt, dass der Albrecht doch talentierter war als ich. Und das hat sich ja bewiesen. Er hat dann später das wettkampfmäßig weitergemacht. Ne? Hat er sehr schnell gelernt? Er hat sehr schnell gelernt. Albrecht Bär war vielseitig und viel für den Schachsport unterwegs. Als AG-Leiter agierte er schon mit 15 am Haus der jungen Pioniere. Als wir umgezogen sind auf den Galgenberg, wurde ich von einem älteren Jungen angesprochen, ob ich nicht mal mit zum Schach kommen wollte in den Verein. Das war damals noch in der Turnhalle, Sonnabendnachmittag. Und dort habe ich eigentlich ziemlich schnell Fortschritte gemacht. Und eines Tages wurde ich gefragt, traust du dir zu, im Pionierhaus eine Arbeitsgemeinschaft zu übernehmen? Der Grund war, dass der ältere Schachfreund, der das bis zu diesem Zeitpunkt gemacht hatte, aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen war. Zu dem Zeitpunkt war ich 15 und hatte auch schon einige Erfahrungen sammeln können als Spieler in der Mannschaft. Das war aber so, ich war kein Stammspieler, sondern ich hatte einmal die Gelegenheit, als jemand gefehlt hat, dass ich einspringen durfte, ehe der Wettkampf begann. Und von da an bin ich dann immer sonntags hingegangen, wenn unsere Mannschaft Wettkampf hatte, in der Hoffnung, dass wieder einer fehlt, damit ich zu weiteren Einsätzen komme. Albrecht war Sektionsleiter, Organisator, in den 1970er Jahren Trainer auch für die FDJ-Pokalsieger von BSG Lok Gera. Gründete bei der TSG Metall eine Abteilung nur für Frauen und Mädchen mit, die DDR-Mannschaftsmeister im Blitzschach hervorbrachte und ab 1992 ambitioniert Frauen-Bundesliga spielte. Der Schachfreund Kurt Rogler, damals Vorsitzender des Bezirksfachausschusses Schach Gera, und ich als sein Stellvertreter, wir kamen eines Tages auf die Idee und haben gesagt, wir sollten doch wieder mal was im Mädchenschach versuchen, nachdem das schon vor Jahren mal sehr erfolgreich geendet war. Das passte auch wunderbar in die Konzeption des Kreissportbundes des DDSB. Zu der Zeit war es nämlich die Konzeption, in Gera mehrere Großsportgemeinschaften zu gründen, mit dem Hintergedanken, die sollten möglichst 1000 Mitglieder haben oder mehr. Und das ist auch sehr gut unterstützt worden, alles durch Planstellen im Trainerbereich, in der Verwaltung der
Sportgemeinschaften. Also jedenfalls haben wir gesagt, wir versuchen mal was. Wir gründen bei der BSG Metallgera eine reine Frauen-Mädchen-weibliche Jugendabteilung Schach. Das war neu in der DDR, gab es bis dahin nicht und auch in der Bundesrepublik nicht. Das war also das erste Experiment, will ich es gern mal nennen, in ganz Deutschland. Und das ist eine Erfolgsgeschichte ohne Ende geworden. In den besten Zeiten gab es 36 Aktive, die in 5 Mannschaften gespielt haben. Und die größten Erfolge waren nach kurzer Zeit schon der Aufstieg in die DDR-Liga, die dann später Oberliga hieß, also höchste Spielklasse der Frauen, 5. Platz, gleich im 2. Jahr. Und dann noch später der Aufstieg in die Frauen-Bundesliga. Das war aber schon zu Zeiten der Bundesrepublik Deutschland. Sogar als Verbandstrainer des Deutschen Schachverbands der DDR agierte er für ein Jahr. Er war Mitbegründer des Fördervereins Schach Gera, der zum Beispiel für hochklassige Breitensport-Events wie die internationalen Schachtage in der Stadt sorgte. Eigentlich schon vor Gründung des Fördervereins gab es größere Simultanveranstaltungen, unter anderem mit dem späteren FIDE-Schachweltmeister Halifmann aus St. Petersburg. Und später dann die internationalen Gera-Schachtage mit Teilnehmern aus unseren Partnerstädten, aus Pilsen, Skirnewitze, Timișoara, Sliven, auch aus Nürnberg. Das waren wunderbare Veranstaltungen. Und das Allergrößte für mich waren die Schachtage in den Gera-Arkaden im September 2002. 10 Tage lang Schach vom Feinsten mit wirklich richtig guten Leuten, mit der Lebensschachgruppe aus Stolbeck, mit dem bekannten Schachjournalisten Dr. Helmut Pfleger, mit der damaligen Junioren-Weltmeisterin Elisabeth Beetz, mit Großmeister Thomas Luther, um nur einige zu nennen, mit einem Städtevergleichskampf, Gera gegen Jena an 50 Brettern. Sowas hatte es 20 Jahre vorher nicht gegeben und seitdem auch nicht wieder. Als Aktiver, als Spieler, habe ich im Prinzip in allen Spielklassen mal Staub gewischt, selbst in der höchsten Spielklasse der DDR, der damaligen Sonderliga, habe ich 5 Partien als Ergänzungsspieler, wie man im Fußball sagen würde, für die BSG Lokomotive Greiz gespielt. Aber der absolute Höhepunkt in meiner schachsportlichen Laufbahn war die Nominierung als Schiedsrichter für die 38. Schacholympiade 2008 in Dresden. Dort waren Spieler aus 141 Föderationen am Start, mehr als 1500 Schachspieler. Das war ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde. Ja. Der Deutsche Schachbund als Ausrichter hatte ein Kontingent von insgesamt 50 Schiedsrichtern. Da durfte man sich bewerben. Da gab es einen Sichtungslehrgang und dort wurde ich mit ausgewählt als Kandidat für die Aufgaben des Schiedsrichters, eines Schiedsrichters bei der Schacholympiade. Später war nochmal ein kurzer Speziallehrgang und nachdem ich auch dort die Anforderungen erfüllt hatte, wurde ich auch nominiert. Unter den absoluten Spitzenleuten fehlte
damals nur Vichy-Einhand. Landauf in Thüringen profitierten Regelkundler ein halbes Jahrhundert lang von seinem Engagement als Dozent für ihre Weiterbildung. Noch heute reist Albrecht Behr zu Einsätzen, ohne die er kaum einfach so leben könnte. Dann und wann setzt er seine Gedankenblitze auch noch am Turnierbrett um.